Ja, ich glaube, ich schaue jetzt mal zu den Linken. So schnell schon wieder zurück? Ja, die waren irgendwie nicht da. Ich glaube, ich muss mal woanders hingehen. CSU hatten wir noch gar nicht. Ja, dann schaue ich mal hin. Ein großer Raum, das ist einer der Besprechungsräume der CSU-Fraktion. Was machen wir hier? Hier finden zum Beispiel interne Besprechungen statt vom Fraktionsvorstand, aber auch vor allen Dingen Gespräche von Bürgerinnen oder Interessensverbänden aus Nürnberg. Beispiel neulich war Friday for Future mal hier. Aber jetzt wissen wir es doch gleich. Ja. Zu dir als Stadtrat. Du hast eine beachtliche Karriere hinter dir. Wie bist du dahergekommen? Wie bist du Stadtrat geworden? Deine Lebenslaufbahn? Also ich bin ja kein gebürtiger Nürnberger, sondern ich bin erst seit 2003 hier und bin hierher gekommen, weil ich Chefarzt wurde an einer der großen Nürnberger Kinderkliniken und damit war natürlich, wenn man so will, mein kommunalpolitischer Schwerpunkt irgendwo gesetzt. Also alles, was mit Jugendlichen zu tun hat, wo auch eine sehr große Schnittstelle ist zum Sozialpolitischen oder Gesundheit. Der Vorgänger von Herrn König hat mich eines Tages gefragt, ob ich da auch bereit wäre, mich aktiv einzubringen in der Stadtratsfraktion. Da habe ich mich erstmal sehr gefreut und bin im Rahmen dessen 2014 auch gewählt worden und bin seitdem als Stadtrat in dem Gesundheitsausschuss, da bin ich der Sprecher der CSU-Fraktion, und im Jugendhilfeausschuss, da bin ich auch der Sprecher. Das Kinder und Jugend, das heißt, es ist auch so ein bisschen natürlich der Fokus drauf. Was sind so Themen, was dir dann so am Herzen liegen? Durch meinen Beruf habe ich schon gemerkt, dass es tatsächlich Kinder und Jugendliche gibt, die durch unser Versorgungsraster durchfallen. Wie kann man gezielt diesen Kindern und Jugendlichen im weitesten Sinne unter die Arme greifen? Wie kann man die unterstützen? Wie kann man tatsächlich die aus einer drohenden, künftigen sozialen Problematik frühzeitig rausziehen? Wie kann man die Rahmenbedingungen so schaffen, dass sie tatsächlich im Vergleich auch derer, die also finanziell besser ausgestattet sind, wie kann man die tatsächlich frühzeitig so unterstützen, mitnehmen und in ihrem häuslichen Umfeld mit den Eltern unterstützen und und. Wenn wir jetzt zu einem anderen Thema überleiten als Stadtrat, wenn man so ein Thema hat, für das man brennt, ja, wie kann man das als Stadtrat umsetzen? So, was sind die Möglichkeiten eigentlich? Man stellt Anträge. Dann schreibt man ein oder mehrere Anträge und dann kommt das irgendwann mal in den speziellen Ausschüssen auf die Tagesordnung und diskutiert den also durchaus auch mal kontrovers und mit richtig Effekt dahinter. Okay. Das muss man schon sagen. Und was war zum Beispiel so ein großes Thema, was man jetzt in letzter Zeit mal durchgebracht hat? So, vielleicht so ein großes Thema oder so eine große Kontroverse? Naja, Kulturhauptstadt zum Beispiel, machen wir das nicht, dann wird es sicherlich auch noch ein Soko-Zentrum und dem mit der Renovierung oder mit dem Erhalt des Parteitagsgeländes wird noch eine größere Angelegenheit sein. Dann ist es natürlich seit Jahren, Jahrzehnten der Frankenschnellweg. Also, oder im kleineren, jetzt gerade aus meinem Bereich, wo kann man ein Jugendhilfezentrum noch hinbauen oder wie setzt man da die Schwerpunkte? Das ist das, was dann noch dazu kommt. Was unterscheidet denn deine Partei, die CSU, von anderen Parteien? Naja, wir sind sicherlich konservativer. Was bedeutet das im Einzelfall? Der Fokus liegt wahrscheinlich, was die CSU angeht, eher so ein bisschen mehr im Wirtschaftspolitischen.
Während das bei der SPD sozialpolitischen eher liegt, bei den Grünen liegt dann der Schwerpunkt eher so auf der Umweltpolitik. Und da, wenn man jetzt einfach mal das beim Grünen so nimmt, dann aufgrund dieses Schwerpunkts sind natürlich dann Haltungen gegenüber dem Frankenschnellweg völlig andere. So bricht sich das dann runter. Oder einfach mal das als Beispiel zu nennen. Man sieht es einfach durch eine etwas andere Brille. Aber das ist ja dann die Kunst der solidarischen Stadtgesellschaft, dass man tatsächlich einen Kompromiss und einen Konsens findet. Und die Kompromissfindung, das ist eigentlich das, ja, schon das Schwierige. Da ja die CSU schon so konservativ ist, wie du gerade gesagt hast, warum sollten dann vielleicht junge Menschen, gerade junge Menschen, wie wir sie sind, dann die CSU wählen? Naja, jetzt kommt es vielleicht so rüber, als sei die CSU immer nur stockkonservativ und hätte gar keine Idee oder Sinn über die Probleme oder die Fragestellung von Kindern und Jugendlichen. Also das glaube ich, das trifft es überhaupt nicht, sondern ein Fokus liegt dann schon, sagen wir so, auf der Wirtschaftspolitik stärker als bei anderen Parteien. Ich bin mir relativ sicher, dass tatsächlich im jüngeren Klientel, und das ist ja seit Jahrzehnten nicht nur in der Kommunal-, sondern auch Landes- und Bundespolitik so, die jüngeren Menschen eher natürlich andere Partei wählen. Also das ist das alte Lied, wer mit 20 nicht Kommunist ist, der hat kein Herz, wer ist mit 40 noch Kommunist ist, der hat keinen Verstand. Das ist ja ein uraltes Zitat, das heißt, das ist ja eigentlich eine ganz normale Entwicklung. Also Friday for Future wird wahrscheinlich nicht schamweise CSU wählen. Ich denke, man muss schon drauf gucken, wen hat man vor sich und traut man derjenigen oder demjenigen eher zu, diese Fragestellung wirklich umzusetzen. Die junge Union, die hier auch vertreten. Die ist auch vertreten, jetzt weiß ich jetzt gar nicht auf welchem Platz, aber unter den ersten 20 sind Platz 6 ist die erste, glaube ich, 15 ist noch einer. Weiß ich aber, welche Positionen da sonst sind, aber die sind genauso vertreten. Die CSU soll jünger und weiblicher werden. Passe ich jetzt eigentlich nicht so ganz ins Schema. Aber wenn du dafür eintrittst, ist es doch eigentlich super, ja. Kommunalpolitische Arbeit angeht, ich finde, das muss einfach Sacharbeit sein. Und da also einen ideologischen Hut drüber zu stülpen und zu sagen, also das muss jetzt streng nach der Partei kommen, ich glaube, das hilft dem Wähler auch nicht weiter. Und da kann ich jetzt auch nicht sagen, dass die CSU, so wie ich sie jetzt hier erlebt habe, also ganz rigide ist, sondern die sind da wirklich nach allen Seiten offen. Man muss es einfach gut vertreten können. Und nochmal zum Abschluss, warum sollten wir als junge Menschen als Erstwähler überhaupt wählen? Was spricht dafür? Weil ihr unbedingt eure Zukunft in beide Hände nehmen solltet. Und zwar ganz, ganz früh, nicht erst mit 18, wo man also hier seine Kreuzchen machen soll, sondern ganz früh sein Schicksal, sein zukünftiges Leben. Und dazu gehört natürlich auf allen Ebenen die aktive Politik. Fest in die Hand nehmen und mitmachen und auch Dampf machen. Das finde ich, das ist völlig richtig. Man muss sich einfach aber dann wirklich fair auseinandersetzen mit allen, die sonst noch im Spiel, Anführungsstrichen Spiel sind, aber dann muss man schon, ich finde, da muss man Druck machen. Ja. Also junge Menschen sollen sich engagieren, unbedingt, politisch? Unbedingt. Ich habe meinen ersten Wahlkampf gemacht, da war ich 18. 18, ja. Ja, ja, aber es ist, ja, das ist meine Zukunft gewesen. Ne? Und das ist ja heute noch so. Das finde ich, das wird jedem überreicht und jeder soll es anpacken. Deshalb ist unbedingt mehr gehen. Okay, super. Mit dem Statement würde ich sagen, beenden wir das Interview. Vielen Dank. Gerne. Ja, wieder da. Wusstest du, dass